Du verlierst nicht nur deine Freunde, deine Familie, dein komplettes soziales Umfeld, du verlierst deine Identität, du verlierst dein komplettes Leben. Das ist Sophie Jones, Aussteigerin bei den Zeugen Jehovas. Heute ist sie Aktivistin und spricht über ihre Erfahrungen und ihr Leben nach der Glaubensgemeinschaft. Wie macht man nach so einem Bruch weiter und wie findet man zu sich selbst und zu einem neuen Leben? Darüber wollen wir hier gleich im Studio mit Sophie und einem weiteren Aussteiger sprechen, also dranbleiben. Ich bin Jan, willkommen zu einer neuen Folge von Die Spur auf YouTube. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge Das Glauben Jehovas Zeugen. Da haben wir für euch gecheckt, ob die Religionsgemeinschaft eigentlich eine Sekte ist. Dazu gab es super viele Kommentare von euch. Aber nicht nur das, es haben sich auch ehemalige Zeugen Jehovas bei uns gemeldet, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Weil euch das Thema so interessiert und aufgewühlt hat, schauen wir da heute nochmal drauf. Erstmal aber ein kleiner Rückblick. Die Zeugen Jehovas glauben also nicht an ein Leben im Himmel für alle. Nur 144.000 dürfen dann in den Himmel. Das finde ich ein bisschen krass. Diesmal gucken wir darauf, wie man nach dem Ausstieg bei den Zeugen Jehovas weitermacht. Aber warum ist das Leben danach überhaupt so schwierig? Stellt euch vor, ihr dürft von heute auf morgen nicht mehr mit den Menschen reden, die euch am wichtigsten sind im Leben. Es gibt ehemalige Mitglieder, die sagen, nach dem Ausstieg bei den Zeugen Jehovas wurden sie sozial geächtet. Das heißt, der Kontakt zwischen ihnen und Zeugen Jehovas war angeblich tabu. Das andere Thema sind strenge Glaubenslehren. Die Zeugen Jehovas glauben an die Schlacht von Armageddon. Das ist der finale Kampf zwischen Gott und den Regierungen der Erde. Und wenn das passiert, dann war es das wohl mit dem Großteil der Menschheit. Die Angst vor dem Ende der Welt ist also allgegenwärtig, sagen manche Ex-Zeugen. Und das macht natürlich was mit der Psyche, selbst wenn man schon lange ausgestiegen ist. Darüber sprechen wir jetzt mit zwei Menschen, die das selber erlebt haben. Sophie ist ein bekanntes Gesicht in der Aussteigerszene. Mit 18 hat sie die Zeugen Jehovas verlassen und hat ihre Geschichte 5 Jahre danach auf YouTube erzählt. Seitdem engagiert sie sich als Aktivistin und versucht aufzuklären. 2021 hat sie ihr Buch Erlöse mich von dem Bösen veröffentlicht. Johannes ist mit 21 Jahren bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen. Viele Jahre später hat er sein Leben in der Religionsgemeinschaft in einer langjährigen Psychotherapie aufgearbeitet. Heute ist er systemischer Coach und psychotherapeutischer Heilpraktiker und unterstützt andere Menschen, die bei Sekten ausgestiegen sind. Mit 18 bist du ausgestiegen bei den Zeugen Jehovas, Sophie. Bei dir ist fast 30 Jahre her, Johannes. Woran denkt ihr? Was kommt euch in den Kopf, wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt? Es ist, als hätte ich irgendwie einen Film gesehen und würde davon erzählen, weil es so abstrus ist, wie man teilweise auch gelebt hat. Also ich definiere mich als Missbrauchsopfer. Ich bin zum Glück nicht körperlich missbraucht worden, aber halt mental und emotional. Und immer wieder kamen da Übergriffigkeiten, Sätze, Andeutungen, mit denen ich dann immer wieder zu tun hatte. Was war denn dann der Moment, an dem du gesagt hast, ich muss hier raus? Es ist ein Prozess über Jahre gewesen. Und der Prozess ist auch unglaublich belastend gewesen. Ich habe meine Pubertät nicht mit Girls verbracht, sondern eigentlich mit theologischen Glaubenskämpfen. Und du steckst da drin und es wird dir so sehr als Realität verkauft, dass du wirklich innerste Kämpfe um Leben und Tod führst, weil es droht immer die Vernichtung. Und ich habe diesen Kampf über Jahre geführt. Also mit Armageddon, muss ich sagen, das war für mich so ein Grund auch zu gehen, weil die Zeugen Jehovas das ja mehrfach prophezeit haben und dann ist es nie passiert. Und ich habe mir dann immer gedacht, okay, aber keiner garantiert mir, dass ich ins Paradies komme und keiner sagt mir, dass der Weltuntergang jetzt wirklich vor der Tür steht. Was ist denn, wenn ich irgendwann 90 Jahre alt bin? Ich habe mein ganzes Leben aufgeopfert, bin so viel Predigen gerannt, habe mich quasi selbst kasteit und dann habe ich nichts davon. Hat sich das dann erstmal nach Freiheit angefühlt, diese sich sicher zu sein mit dieser Entscheidung, diese Entscheidung getroffen zu haben, diese Entscheidung vielleicht auch kommuniziert zu haben, nicht mehr hinzugehen? Wie war dieses Gefühl danach? Ich kann jetzt die Welt entdecken? Bei mir war es ein bisschen schwierig. Also ich bin zwar raus und war aber noch nicht frei. Also ich bin rausgegangen und war eigentlich wie so ein Alien, bin ich durch die Welt getrottet, völlig unsicher, ich war total paranoid. Ich habe mich viele Sachen auch einfach noch gar nicht getraut. Und ich habe eigentlich alles mit mir selber ausgemacht und mich geschämt, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, dass die merken, dass ich anders bin. Weil ich bei vielen Sachen einfach nicht mitreden konnte. Das kann ich heute teilweise noch nicht. Ich habe noch nicht einmal Harry Potter geguckt zum Beispiel. So. Aber ist auch nicht schlimm. Ich finde das ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, bis heute nicht Harry Potter geguckt, dass dann halt so ein Basiswissen irgendwie fehlt oder so Dinge, die halt für andere Leute irgendwie so selbstverständlich sind, wenn man damit so aufgewachsen ist. Gab es denn dann auch so ganz banale, so Alltagssachen, die ihr irgendwie neu lernen musstet? Was ich halt gemerkt habe, das geht ein bisschen tiefer als der Alltag, ne? Also ich habe ja dann gesagt, ich habe dann
mein Leben geführt und großen Spaß gehabt. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, tatsächlich an diesen Gott zu glauben. Und es wurde auch immer abstrakter für mich. Aber ich habe Ende 20 gemerkt, dass es in mir eine richtig gehende, eine emotionale Dysfunktionalität gibt. Also um es simpler zu sagen, ich kam nicht klar. So, ich habe wirklich also Störungen gehabt im emotionalen Empfinden. Ich habe eine wahnsinnige Erschöpfung gehabt. Ich habe große Ängste gehabt. Und das war der Grund, warum ich dann mit Ende 20 in die Psychotherapie gegangen bin. Alltag kriegt man irgendwie hin, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, sagen wir mal. Das ist ja der Alltag. Aber was viele, viele Aussteiger, gerade die, die als Kinder reingeboren wurden, beschäftigt, bis tatsächlich ins hohe Alter, sind die Grundannahmen über ihr Leben. Und die sind halt oftmals dann geprägt von das Ende ist nahe, nicht bedingungsloser Liebe, und diesem ganzen Kontinuum von seltsamen Glaubensansichten, von Schwarz-Weiß-Denken, von auch dieser verqueren Spiritualität und ständigen Bedrohung. Wie war die Zeit unmittelbar dann nach dem Ausstieg? Ich habe damals noch meine Ausbildung gemacht, bin halt weiter normal arbeiten gegangen und habe erstmal versucht, irgendwie klarzukommen. Also ich muss mich erstmal erholen, ehrlich gesagt. Ich war ja vorher so wahnsinnig gestresst und voller Angst und voller Druck, dass ich erstmal sehr, sehr viel Zeit für mich gebraucht habe, um dann danach mich langsam Leuten anzuvertrauen und so ein bisschen mich vorzutasten ins echte Leben. Wie hast du diese Challenge bewältigt, dich neu überhaupt zu finden? Ich hatte schon ein paar wilde Jahre, aber es war nicht so, dass ich rausgegangen bin und gleich losgelegt habe. Also ich hatte wahnsinnig Angst, Menschen kennenzulernen. Ich habe dann in der Berufsschule eine Freundin gehabt, die ist dann mit mir das erste Mal feiern gegangen und so. Und ich habe so Angst gehabt, dass mich jemand im kurzen Rock sieht oder dass mich jemand rauchen sieht. Also ich war sehr lange wirklich, ich hatte richtig Verfolgungswahn. Ne? Du hast ja auch immer gedacht, dass Gott jeden Schritt von dir beobachtet. Der sieht absolut alles. Und das heißt, du sündigst, dann betest du wieder um Vergebung und dann sündigst du wieder und betest wieder um Vergebung. Und dann hast du so ein Hass auf dich selber, weil du dich einfach nicht an die Regeln halten kannst. Und selbst wenn du raus bist, geht diese Verachtung vor deinen Schandtaten, die geht nicht weg. Ich habe dann noch, glaube ich, 3 Monate zu Hause gewohnt und bin dann im Mai, April, Juni, Juli nach Kreuzberg gezogen, also von Berlin, Südberlin, Steglitz nach Kreuzberg in eine WG und habe dann erstmal tatsächlich, sag mal, mit 10 Jahren die Sekte aus den Knochen geraved. Ich habe dann halt angefangen aufzulegen, ich habe dann einen Club gemacht und bin feiern gegangen und ich habe halt meine Crew in Berlin kennengelernt und habe halt wirklich angefangen, Spaß zu haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgehört, an diesen Gott zu glauben, sondern ich habe mein Leben gelebt in dem Bewusstsein, wenn das wahr ist, dann werde ich ein Harmageddon und es kann sein, dass übermorgen plötzlich, huch, der Himmel bricht auf, Gott schaut auf uns runter und dann ist plötzlich Harmageddon da, dann werde ich dann halt getötet. Und das hat bestimmt noch, ich bin 21 raus, gedauert, bis ich 26, 27 war, weil sich das aus meinem System rausschleichen musste. Johannes, um das alles zu verarbeiten, hast du dann Therapie gemacht, mehrere Therapien gemacht. Wie hat dir das geholfen? Meine prägendsten Jahre sind bei jedem Menschen die Zeit der Persönlichkeitsentwicklung bis Ende der Pubertät. Und die habe ich ja blöderweise und ungefragt in der Sekte verbracht. In einer Weltuntergangssekte. Und das hat immer noch Spuren. Ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Und das hat mir meine Therapie beigebracht. Und da ging es sehr, 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 sehr tief. Und ist halt auch interessant, weil ich halt auch begriffen habe, dass ich mir teilweise meine Realität selber schaffe, aber eben auch unter der Grundannahme, dass ich bedroht bin. Ich habe mir tatsächlich immer und immer und immer wieder Katastrophen in meinem Leben geschaffen, weil ich davon ausgegangen bin, unterbewusst, weil ich so geprägt war, dass Katastrophe, aka Armageddon, zum Leben dazugehört. Was ganz viele Aussteigerinnen auch beschäftigt, ist, dass sie ganz viel Zeit und Mühe und Arbeit auch investiert haben in diese Organisation. Unsere ReporterInnen haben dazu intensiv recherchiert. Schauen wir mal zusammen rein. Warum bringen die Mitglieder so viele Opfer? Das will ich von einer anderen Aussteigerin wissen. Sie wurde als strikte Zeugin erzogen und schaffte den Aufstieg als Vollzeitfreiwillige. In das Zweigbüro für Zentraleuropa. Sie stimmt einem Treffen mit mir zu. Auch sie will nicht erkannt werden. Wir nennen sie Tabea. Ich will wissen, wie ihre Zeit in der deutschen Zentrale war. Also ich habe mich immer wie in einem Gefängnis gefühlt. Der Satz, den ich ganz oft gehört habe, ist, es wird von dir erwartet, dass du das machst, dass du funktionierst.
Sie nennen ihre Zentrale Bethel. Es ist eins von 86 Zweigbüros weltweit. Darüber steht nur die Leitung in den USA und natürlich Gott Jehova. Hier im Taunus leben und arbeiten rund 1000 Zeugen Jehovas als Gemeinschaft. Die Arbeit ist anstrengend, Freizeit gibt es wenig und Feiertage gar keine, weil die Zeugen sie nicht feiern, sagt Tabea. Was waren denn eigentlich deine Aufgaben? Ich war in der Instandhaltung tätig. Eine sehr harte Arbeit, weil ich das nicht gelernt habe. Ich bin kein Handwerker von Beruf. Also die meisten sind nicht entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt, weil man soll Demut lernen. Und das heißt, man beginnt zuerst mal bei niedrigeren Tätigkeiten. Tabea lebt dort in der Ordensgemeinschaft, wie in einem Kloster. Sie arbeiten fast umsonst, erzählt sie. Trotzdem ermahnt die amerikanische Leitung immer wieder zum Sparen. Viele mussten von heute auf morgen gehen, wurden rausgeschickt, wie sie es nennt, und standen nach Jahren der Aufopferung vor dem Nichts. Die soziale Ächtung von ehemaligen Mitgliedern ist ja auch ein großer Punkt. Wie habt ihr das erlebt? Man kann das wirklich auch mit einem sozialen Tod vergleichen, ne? Und mir war immer klar in dem Moment, wo ich aussteige, ich stehe völlig allein da. Weil vorher wurde gesagt, möglichst wenig Kontakt mit Menschen außerhalb der Gemeinschaft. Das heißt, man hat eigentlich keine Kontakte außerhalb. Und ich wusste aber, wenn ich aussteige, die Menschen, die ich auch liebe, so, das sind wirklich wie Brüder und Schwestern. Es wird dieses Familiengefühl gestärkt. Das ist auch so ein Sektenmerkmal, dass du immer das Gefühl hast, du gehörst zu einer Elite, du bist auserwählt von Gott und wir alle teilen was. Wir haben so eine enge Gemeinschaft und so eine liebevolle Strenge. Und dann wird das umgekehrt und es wird gesagt, dass einfach das ein Zeichen von Gottes Liebe ist, dass all die Menschen nicht mehr mit dir reden. Das ist eine Disziplinarmaßnahme. Und du verlierst quasi von einem Tag auf den nächsten dein komplettes Umfeld. Die dürfen mit dir nicht reden. Wenn du die beim Lidl an der Kasse triffst, die sagen nicht mal Hallo. Du bist für die wie tot. Was würde dir heute Menschen raten, die Gedanken haben, auszusteigen oder gerade ausgestiegen sind? Also ich betreue ja mittlerweile seit vielen Jahren sehr viele Sektenaussteiger. Und was ich eigentlich über jeden Aussteiger sagen kann, ist, dass da wirklich schwerwiegende psychische Probleme da sind, die einfach behandelt werden müssen. Also ohne psychologische Hilfe geht so gut wie gar nichts. Dann natürlich Gleichgesinnte suchen. Na, also man hat ja immer das Gefühl, man ist allein, aber man ist nicht allein. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die exakt das gleiche Schicksal teilen und die findet man in Aussteigerforen, in Gruppen. Es gibt Sektenberatungsstellen. Man muss einfach nach Hilfe fragen. Alleine das zu schaffen, ist wahnsinnig schwer und es muss auch nicht sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Informationen. Es gibt den großartigen Podcast von Dina Hellwig, wo ganz viel über Zeugen Jehovas, über Sektenaussteiger, von Sektenaussteigern erzählt wird. Es gibt ZJ Help als Organisation, die dafür einsteht und den Fokus auf die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas legt und was für Missstände es dort gibt. Und ich kann nur appellieren, an Menschen nicht aufzugeben und sich nicht damit abzufinden, dass dieser Tiefstatus, den man vielleicht manchmal fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes Gott gegeben ist, ist er nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten zur Hilfe und zur persönlichen Weiterentwicklung. Und ganz ehrlich, es sich besser gehen zu lassen, macht Sauspaß. Was ich total wichtig finde, ist diese Erkenntnis, dass es schwierig ist, aber es geht ja immer weiter. Das sieht man ja auch an euren Beispielen. Wenn ihr euch mehr damit auseinandersetzen wollt, dann schaut mal in die Infobox. Da haben wir ein paar Links zu Initiativen und Hilfsangeboten für euch zusammengefasst. Wenn ihr genug habt von Weihnachtsfilmen und über die Feiertage ein bisschen was anderes gucken wollt, dann schaut in die ZDF-Mediathek. Da gibt es die Doku über die Zeugen Jehovas, Gott, Geld, Gehorsam. Da geht es um den enormen Spendendruck und die Frage, wo die Gelder der Mitglieder eigentlich landen. Den Link zum Film packe ich euch wie immer in die Endcard.